Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Adventure of Captain Spirit. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall neu gestartet. Also nicht neu gestartet, sondern habe jetzt wieder da aufgehört, wo ich jetzt dieses Teil hier besiegt habe. YOLO. Und hoffe, dass ich jetzt halt die anderen Sachen. Also ich hoffe, dass ich mit meinem Papa jetzt nicht nochmal reden muss oder so. Maybe Dad wanna watch an anime instead. Hey Dad, the trees are waiting. That drives me crazy when you do that. I said wait. Nö. Okay, also das hatten wir schon gehabt, oder? Oh Gott, bitte sag mir, dass wir das jetzt schon gehabt haben. Okay. Super, das hat er sich gemerkt. Alles klar. Ja. So, dann gucken wir noch mal, was wir hier machen können. Also, im Normalfall sind wir ja eigentlich mit allem fertig gewesen, was wir jetzt hier alles hatten, ne? Also, da hinten war alles in Ordnung. Da ist das, nicht fertig gemachte Baumhaus. Und... ja. Dann würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, gehen wir mal ans Telefon. Nein! Ablegen. Hallo, sag mal, geht's noch? Hey, Buddy. Can you bring me a beer? Noch ein Bier. You already drank a lot of beer. Thanks, Bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Ich geb dir eine Milch. Okay, okay. That's right, it's okay. Wow, also, wow. That's right, that's it's okay. Aber auch wenn ich das jetzt schon weggeschmissen habe, mache ich es jetzt nochmal. Schmeiß es nochmal weg. The awful green things are flushed into space. Ja, aber wo finde ich denn jetzt noch ein Bier? Ist es da drinne? Ich habe jetzt kein Bier gefunden. Ah, da. Now that's a nice cold one. Cheers. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay. I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah. Step aside, Mr. Erickson. Oh God, man, Captain Spirit mehr. Is here to recycle. Hey, you better hurry. This can's gonna destroy the town. Ich hab da doch schon alles gemacht. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. Yeah. To lead my team to victory. Okay, 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 okay. So, Telefon. Papa anrufen. Was ist das denn? Hello? Hi, Mrs. Reynolds. This is Chris. Chris Erickson. Of course I know who this is, Chris. What a nice surprise. Are you okay? Is everything all right? Yes. Well, everything's great. I just want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse. Like when he helped Dad build it. I want to add some booby traps. That is so sweet. I'm so glad to see you playing outside like a real boy. Well, anyway, I'll be happy to let Steven know his services are required. He loves that treehouse. Me too. Gotta keep the bad guys away. What bad guys? Thanks, Mrs. Reynolds. Who do you mean? Sind war das die Nachbarn? Anscheinend, ne? I'll be making any prank calls. Oh, dann danke, dass du es mir sagst. YOLO. I told you before that's not a toy. Now hang up. Ach so, das habe ich anscheinend schon gemacht.
Dich hat jemand angerufen. Ja, und dann weiß ich nicht. Ich möchte spielen, Papa. Hey, Dad. Listen, I ain't going anywhere. So let the old man chill, okay? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Okay. So, ich benutze den mal hier. There is my hot dog man. I can't. Whoa. Is he getting a. That would be a blast. Oh, those are dad's pages. Nee. Wollen wir mal rausgehen? Geht das? Ja, wir können es verlassen. Oh mein Gott, ey. Warum haben wir das denn nicht gleich früher gemacht alles? Okay, wir sind jetzt draußen. Coole Idee. Oh. Nicht alle. Oh, das gibt's doch nicht. Warte, vielleicht kann ich die ein bisschen da treffen und dann boom. Warte mal, was, wenn ich dahin treffe? Passiert denn was? An die, was ist das denn hier für eine. Warte, nee, ich mit nur am Fenster. Ja. Oh, passiert nichts. Oh. Sorry. Nein! Achso, yes. Gut. Yay! War was neu. Okay. Das haben wir schon mal. Okay, super. Müssen wir unser eigenes Raumschiff bauen? Wie kriegen wir das jetzt wohl hin? Oh. No way. Spaß für die ganze Familie. Komm und spiel mit euren Waffen. Oh Gott. Ja, das ist ja super. Leg das wieder rein, also. Würde man das in Deutschland machen, ne? Also, Amen, Halleluja, sagt man dazu nein. So. Ja, das halt, dafür können wir halt jetzt die Autoschlüssel eigentlich ja benutzen, ne? Aber was scheint denn hier drin zu sein? Eigentlich gar nichts. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, also. Ich lasse es mal lieber zu. Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Oh, und ich weiß auch, glaube ich, wo die Schlüssel sind. Ich glaube, ich brauche den Autoschlüssel doch einmal. Oder, oh, wir können Schnee räumen. Oh, wie nett sind wir denn? Gott, so einen Sohn möchte wirklich jeder haben. Ist nicht so, dass ich, okay, ich bin nicht so. Ja, das machst du super. So einen Sohn möchte man jederzeit haben. Okay, das hast du super gemacht. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal rein und holen uns denn jetzt die Car Keys. So, wenn ihr es nicht gemerkt habt, ich trinke halt jetzt noch was hier, ne? Also Wasser und unser Dad ist wahrscheinlich eingeschlafen. So. Wir nehmen uns jetzt die Autoschlüssel.
Genau. Und wenn es jetzt verlassen. Kann ich überspringen? Nein? Okay, denn nicht. So. Jetzt gehen wir zum Auto. Und ich glaube, da sind dann halt auch die Schlüssel für die für den Schuppen. Nee, wir untersuchen erstmal. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich bin Dr. Tamara Fallmann vom Brever Creek Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulabbezirke in der, diesem Country würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14 Uhr bis 15 Uhr in ihrer örtlichen Behörde in 2775 Water Street erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte und unser Büro, bla bla bla. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Was heißt jetzt Kraftantrieb? I can't go to Mantroid's planet without. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Ah, das ist dann wahrscheinlich der, Hä, dein Kostüm ist doch fertig, oder nicht? Hä, ich verstehe jetzt nicht, was du noch haben möchtest hier. Kann ich das dann jetzt öffnen? Ach, es ist im Haus. Oh. Ja, Dude. Mach's besser. Okay. Dann guck ich mal, was hier noch so ist. Auf wieder aufbauen. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mantroid like that? What can we do? Ihn wieder aufbauen, das wäre ganz gut. Au! Ja, wenn man nichts hat, dann kann man das auch aus Müll machen. Ja, auch gut. Sieht doch schön aus. Alles klar. In die Luft jagen. Du hast sie doch gerade eben aufgebaut. Hm. Oh, ist doch süß. Oh mein Gott. Ach, irgendwann kriegst du es hin. Okay, wollen wir denn mal auf unserem nicht gefährlichen Baumhaus gehen? Oder was haben wir hier? Kann man hier durch? Nee, irgendwie kann man hier nicht durch. Hochklettern, so. Ersparen wir uns das mal. So, was haben wir denn hier? Open Sesame. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Maybe I can use this to read the map. Was? Maybe I can use this to read the map. Ich sehe da gar nichts. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Aha. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in den Auseinandersetzungen mit meinem Sohn Harrys Server in einer Freundin geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über
Sie sagen, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry vielleicht Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden, falls die Schikanten weiterhin aufhalten, sehe ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Mit freundlichen Grüßen, Brett Sorbe. Chill mal. Nein. So, was haben wir hier? I loved watching Mom draw her comics. Was kocht mir mein süßer Liebling zum Valentinstag? Dein Lieblingsgrill Pizza, fröhlichen Valentinstag, mein Herzblatt. Schön. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Genau so ist es. That's Noctarius' son. He looks like his dad. Okay. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Ugh. Gross. And flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. And we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing? What is that song? Copyright. Sorry, also der Song ist richtig schön. Na, findest du? ja, ich gehe jetzt mal runter. Ach, krank, nein. Aber wenn ich so weiter huste, dann kriege ich jetzt wieder Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr. Boah, gestern war es ja schlimm. Ich wollte ja gestern eigentlich aufnehmen. Also der Part kommt jetzt morgen. Also am 21. kommt er morgen. Und ich wollte halt am 19. halt aufnehmen, aber ich hatte so eine übelste Kopfschmerzen und war so müde von der Arbeit, dass ich... I had real superpowers. I could protect the whole town. Ja, wäre doch ganz cool. Ja, keine Ahnung. Und ich war sowas von am Arsch, dass ich irgendwie nichts mehr machen konnte. So, haben wir noch hier irgendwas? Anscheinend nur Schrott, ne? Betreten? Was haben wir denn da drin, ne? Das kenne ich ja gar nicht. Okay. Das hatte ich bisher noch nie gehabt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch an dieser Stelle, wo ich jetzt sagen würde, dass ich das jetzt hier alles gar nicht kenne. Komme ich auch mal irgendwann an, oder? Ja.
Spiel. Bitte verarsch einen nicht. Okay, danke. Ich glaube, das Spiel will einen verarschen. Ich glaube, man kommt nirgendwo an. Ich glaube... Ach so, die Karte. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge von Life is Strange, von The Adventure of Captain Spirit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen oben in der Kommentare nicht vergessen und bis zu einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao, ciao.